Moin zusammen und willkommen zum nächsten Let's Look At. Und zwar Zombies. Daisy heißt das. Und ja, es ist ein Survival Game. Man läuft halt rum in der Welt, die von Zombies befallen ist. Und versucht zu überleben. Es ist nicht so einfach. Die Karte gefällt mir sehr gut. Das spielt irgendwo in der russischen Gegend. Und man kann in viele Häuser reingehen. Man sucht sich dann dementsprechend Munition, Essen. Ich bin jetzt hier in einem Dorf oder in einem Hafen, nicht Dorf. Ah, hier, es gibt hier viele Häuser, wo man reingehen kann. Es gibt auch andere Spieler. Ich weiß nicht, ich bin jetzt hier speziell. Ich habe Daisy Experimental genommen und den EU-Server entsprechend. Ich weiß nicht, was hier jetzt los ist. Wir werden sehen. Wenn wir erschossen werden, wissen wir, wer es war. Das war dann wahrscheinlich irgendeiner, der hier auch spielt. Gucken uns mal die Eisenbahn an. Oh. Das Motorradhelm. Ich habe keinen Platz mehr im Beutel wahrscheinlich. Metallblech. Ist ja lustig. Baseballschläger. Kann ich meinen lächerlichen Stock weglegen, den ich hier als Waffe benutzt habe? Da. Tauschen. Ja, wie gesagt, Daisy, Survival Game, Monster, hätte ich mal gesagt, Zombies und so. Und es wird jetzt langsam dunkel. Ich glaube, die Karten sind der Lokalzeit angepasst. Also wenn es in Europa dunkel wird, dann wird es hier auch dunkel. Und es ist so lange dunkel, meine ich sogar, wie das. Ich weiß gar nicht, ob man die durchsuchen kann. Ich glaube nicht. Einer fehlt noch. Da. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann die nicht ausplündern oder so. Und wenn, dann habe ich das jetzt noch nicht auf dem Schirm. Aber mal gucken. Ich esse gerade ein wenig mein Nikolausgeschenk. Dann Plus dran steht, deswegen. Ütung. Es scheint hier so ein Rohbau zu sein, ne? Nichts, was ich gebrauchen könnte.
Ja, ihr seht das. Es wird langsam dunkel. Eine Map gibt es so ohne weiteres nicht, die man sich anschauen kann. Die gibt es, glaube ich, später erst. Ich krabbel hier mal hoch. Vielleicht liegt hier irgendwo Munition rum oder so. Ich muss auch unbedingt was essen. Wir müssen wieder in irgendein Dorf oder so, wo vielleicht eventuell irgendwo Nahrung rumliegt. Habe ich noch was im Rucksack? Ich habe einen Apfel. Server Restart in 10 Minuten. Das passt ja. Ich wollte sowieso nicht so lange aufnehmen. Das sollte nur mein Let's Look At sein. Von diesem Spiel. Dann gehe ich hier mal wieder runter. Versuche nochmal das nächste Dorf zu erreichen. Wenn man stirbt, hat man alles verloren. Ich glaube, seine Leiche kann man auch nicht wiederfinden. Ich weiß es nicht genau. Wir essen nur mal den... Essen mal einen Apfel. Man sieht unten rechts Nahrungssymbole, Flüssigkeit, Temperatur. Der Tropfen steht, glaube ich, für Feuchte, ob man nass ist, durchnässt oder so. Gesundheit ist klar. Dieses hier ist noch die alte Karte, mit der Daisy mal angefangen hat. Ich kenne mich aber auch leider da nicht mehr so aus. Habe jetzt aber auch keine Karte geöffnet. Wenn ich jetzt so aufs Meer schaue, ist, glaube ich, zu meiner Rechten in der Mitte der Karte Wahnsee gewesen, meine ich. Und da war auch ein kleines Dorf. Ich habe früher immer 4 bestimmte Orte gehabt, in denen ich hin und her gelaufen bin. Es ist ja auch, Daisy ist, glaube ich, auch so eine PvP-Geschichte. Auch hauptsächlich. Wer zuerst kommt, mal zuerst, so ungefähr. Ne, wenn ich die Kugeln zuerst finde, dann habe ich die. Und ich bin immer hin und her gewandert. Ich habe immer versucht, mich in den Wäldern zu verstecken. Und habe dann halt so versucht zu überleben. Wir gehen einfach mal in die Wälder hier, beziehungsweise Richtung Berge. Es gibt auch ein Kraftwerk, weiß ich noch. Kann natürlich auch sein, dass die Karte schon geändert haben. Ja, das P steht für ein R, das weiß ich noch. Ich muss mein Russisch mal auffrischen. Das sind auf jeden Fall Häuser. Also wenn man Häuser sieht, einfach mal reinschauen und gucken. Nur darauf achten halt, dass man... Stehen bestimmt wieder welche rum. Deswegen. Es gibt auch Apfelbäume. Da kann man gleich mal gucken. Ich leg den nochmal weg. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie man das macht.
Wir gehen erstmal ins Haus. Was mit den Äpfeln versuchen wir nachher nochmal. Hier kann man da überhaupt. Oh ja, ist offen. Mach die Tür mal zu. Capri-Hose. Kneter. Hier scheint aber nichts zu essen zu sein. Das ist irgendwelche Munition. Da ist nichts. Ob es hier auch eine Küche gibt? Wahrscheinlich nicht. Gehen wir mal wieder raus. Es waren ja noch mehr Häuser. Ja, und so sucht man sich halt seine Überlebensgeschichten, Nahrung, Dinge zum Verteidigen und solche Sachen. Und Schirmmütze, Kragenkleid, oh, sehr schick. Kragenkleid. Ach du liebe Güte. Ja, ein bisschen knappig, ne? Nee, so. Zack. Es hat nämlich Taschen, der Kapuzenpulli. Deswegen kann ich die irgendwie. Mütze kann ich nicht nehmen. Ne? Schade. Ja, weiter ist hier aber nichts drin. Kann ich auch nicht aufmachen. Da war nur eine Tür an der Seite hier. Oh, die ist zu. Schade. Nichts zu essen. Ist nur ein Anglerhut? Jeansrock. So streift man durch die Häuser. Das war's jetzt aber auch. Da hinten ist noch eins. Da, im Dunkeln ist das ganz schön eklig, finde ich. Nur eine kleine Hütte. Meistens findet man hier auch noch irgendwas. Ein Autoreifen. Es gibt auch Fahrzeuge, die man fahren kann. Ich glaube, man kann sogar mit einem Zug durch die Gegend fahren. Durch die Gegend, meine ich. Ist wieder eine Bahnlinie. Gehen wir mal hier hin. Und wenn man die Zombies nicht sieht, dann hört man sie. Die schreien nämlich so kurz auf, bevor man dann dahin gemordet wird. Es gibt eine neue Karte, das weiß ich, das hatte ich gesehen in den Notizen. Und ja, ja, der Server restartet in 2 Minuten. Dann würde ich mal sagen, ich setze mich hier jetzt mal wieder hin. Schaue hier nochmal ein bisschen rum. Schutzhelm und werde mich hier mal ausloggen. Das ist Daisy. Es hat ein Überlebensspiel oder Survival Game. Mal. Und Teilsäge. Hm. Mir macht Spaß. Es ist ab und zu mal was anderes. Es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt, aber lässt sich gut spielen. Mal gucken, wenn der Server restartet, ist vielleicht mal noch einen Bock auf davon. Dann. Was klappert hier so komisch? Da, man hört es. Oh, jetzt ist er weg. Okay.
Ja, das war Let's Look at Daisy. Mal gucken, ob ich das noch weiterführe. Ich weiß es nicht. Vielleicht spiele ich gleich noch mal eine Stunde oder so. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit. Und ciao. Die Dame wurde mir vorgegeben. Ich habe meinen Charakter nicht richtig erstellt. Also man kann auch einen Herren auswählen. Aber naja, warum? Das war für Let's Look at jetzt. Und naja, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.